Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ich weiß nicht, ob ihr es auch seht, aber unser Wissenschaftslevel steigt die ganze Zeit. Rein theoretisch, wenn ich vorspule. Müsste ja dauernd mehr reinkommen, oder? Wenn ich jetzt mal richtig vorspule. Oder war das jetzt over? Woher kam jetzt die Wissenschaft gerade? Aber okay, ich habe herausgefunden, wir haben noch hier Wissenschaftspunkte an den verschiedenen Plätzen zu erforschen, die uns weiterhelfen könnte, zu Nuklearantrieben zu kommen, die natürlich für uns dementsprechend praktisch wären. Deswegen gehen wir heute in den Raumschiffhanger, bauen ein kleines Wissenschaftsfahrzeug und fahren mit irgendeinem unserer Kobolds rum. Und schauen, dass wir dort die Wissenschaft abkriegen, damit wir neue Technologien haben können, um bessere Schiffe bauen zu können. Einfach um Progress mal wieder zu machen, und ich habe gerade mir von X-Science, oder Ausrufezeichen Science, dem kleinen Motiv, wie heißt denn der? X-Science, kann man hier irgendwo sehen, wo war es denn? Irgendwo war Runway, da, Runway, Launchpad, dass hier noch Wissenschaftspunkte sind, zwar nicht viele, aber wenn wir mit allem hingehen, rein theoretisch, glaube ich, kriegen wir dafür überall Punkte. Und ich weiß auch nicht, ob wir genügend Punkte überhaupt kriegen, weil hier sind so viel, nicht mehr so viel haben wir, so viel haben wir gar nicht mehr zum Erforschen. Und ich weiß auch nicht, ob da noch alles drauf ist. Aber wir bauen uns jetzt einfach mal schnell so ein Buffalo Command Fahrzeug. Wir nehmen mal dieses Buffalo Zeug hier. Für was haben wir es denn? Buffalo Crew Cabin. Ich habe so ehrlich gesagt keinen Plan, was das alles ist. Wir nutzen einfach hier das Teil mal und wir machen einfach so ein Mini-Fahrzeug. Können wir denn nicht irgendwo so noch eine Zwischenstation einbauen? Buffalo Adapter. Okay. Buffalo SAS Module. Jetzt wird es langsam interessant. Buffalo Grapple Am. Kann ich den hier irgendwie so... Kann man den bewegen? Oh. Okay. Hä? Er kann sich wahrscheinlich irgendwo festgrabbeln. Grabbel, grabbel, grabbel. Das werde ich, aber da brauchen wir unten eigentlich so einen Unterbau. Fix doch, oder? Da gehört der sicher drunter. So. Genau, dass das so drunter kommt und dann kommen da sicher doch die Reifen dran, oder? Ah, da. Also es kommt mir sehr verdächtig so vor. Ich will hier nichts unterstellen oder so. Aber es kommt mir... Nein, nicht da hinten. Verdächtig so vor, dass das Fahrzeug dann so fahren soll. No, so. Ich hätte aber gern einfach so ein Wissenschaftsabteil. Oder ich lasse das hier so. Und dann tun wir das ganze Science-Stuff dahin. Also ein Barometer. So, dann brauchen wir natürlich ein... Nee, das Magnetometer brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Eins von dir brauchen wir... Ich könnte mir so einen Behälter auch hier hinsetzen, ne? So. Dich können wir auch hinsetzen. Einfach alles, was wir... Ich überlege gerade, muss gerade wieder gucken, dass ich alles auch kriege, was wir brauchen. So. Natürlich ein Thermometer. Ein... Einfach vollpumpen. Passt schon alles irgendwie hin. Ja, das, genau, das geht hier so in das Fahrzeug rein. Ansonsten haben wir aber nichts, glaube ich, ne? Glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Oder wir haben jetzt den mittleren Arm, den leichten Arm und den großen Arm. Ja, der große Arm ist echt fett, wenn man sich den so anschaut, ne?
Und der mittlere Abtast ist auch fest. Und der kleine, ja, der geht immer noch. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie groß die Sachen sind. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch Lebenserhaltung. Life Support. Bedeutet, er kriegt noch ein Hole. Da merkt man erstmal, wie groß diese blöden Teile sind eigentlich. Weil sonst ist es ja immer wurscht, aber jetzt fällt einem so auf, so, what? Die Dinger sind ja riesig. Also finde ich es auf jeden Fall. So. Und ein Druckbehälter, einfach just for fun, weil, hey, kann ich gerade. Und dann machen wir Test Dummy 1. Dummy 1. Speichern und starten. Müsst ihr fahren, hat Solarpaneele drauf. Ich habe jetzt keine Batterie eingebaut, ne? Also Nächte werden knackig, würde ich sagen. Die Nächte werden knackig. Aber hey. Und wenn ihr das Video seht, das ist ja dann Dienstag, bin ich für. Habe ich für 2 Wochen hoffentlich schon voraufgenommen. Weil ich am Wochenende drauf das erste Mal wieder die Grenze überschreiten werde. Weil es geht ja wieder. Man kann zwischen Deutschland und Österreich endlich wieder hin und her. Und das muss man auch nutzen, natürlich unter den dementsprechenden Regelungen. Geimpft bin ich mittlerweile auch schon. Und ja, jetzt muss man halt mal gucken, dass es läuft. Es fährt, oder fährt es? Ja, es fährt. Toll. So, okay. Bremse mal einrichten. Wir sind ja hier auf dem Launchpad, ne? Wir können das dann machen. Wir können. Das haben wir schon gemacht. Geigerzähler brauchen wir hier nicht. Dich können wir aber auch machen. Dich können wir auch machen. Bestimmt können wir auch einen Crew Report und sowas machen. Jawohl. Westamlö. Und als nächstes fahren wir dann vor auf die Infotabplatten, weil ich glaube, da können wir auch was machen. Ach, das ist nun. Ich dachte, der kann forschen. Der hat alles. Der hat auch alle. Wir tun einfach alle zum Laufen bringen hier. Laufe. Du läufst. Du brauchst nicht zu laufen. Du bist dasselbe. Und hier vorne haben wir alles am Laufen. Tun jetzt aber gleichzeitig die Daten mal aufmachen. Das sind hier jetzt Körben, Oberfläche, Küste. Warum hat er gestoppt? Dann tun wir mal hier einfach vorspulen. Ah, weil wir voll sind. Scheiße. Schwerkraftscan. Der läuft und braucht 90 Tage. Sicher nicht. Nope. Dann schauen wir mal, wo wir noch was kriegen können. Wie schaut es aus, wenn wir da innen drin sind? Sicht. Ja, mega geil. Hallo, mein Freund. Airbrake. Bricks. Oh, lol, ein Abort Mission. Engine, okay. Egal, man kann hier. Finde ich schon wieder mega geil. Was kann ich hier alles noch drücken? Du, das ist so ein schöner Knopf. Mach den mal auf. Oh, lol. Die funktionieren nicht so gut, wie ich sie erhofft habe. Charge ist gut, Liquid Fuel, ja, ist passend auch. Muss ich gleich dann irgendwann abbiegen. Wo ist denn hier die Abfahrt? Junge, ich finde sie nicht. Oh! Hups. Puh, das war uncool.
Was liegt denn da noch? Ich glaube, ich habe schon wieder zwei Kerbels vernichtet. Hauptsache, die Grundkonstruktion steht noch. Kann ich da hinwechseln? Da sind noch Teile, die müssen weg. Ja, okay, es war ein Unfall. Oh nee, ich habe schon wieder Kerbels umgebracht. Eieiei. Sowas kann auch nur mir passieren. Ja. Was machen meine Vögel? Die sind schon wieder am Boden unterwegs. Ich habe den gerade nicht frisch umgewühlt. Und das finden sie jetzt gerade ganz toll. Jetzt sind die da am Boden unterwegs und buddeln den Boden nochmal selber durch. Oh, da liegen auch noch Sachen. Sondetrümmer. SN15? Ah! Ja, da war was. Ich würde mal gern was probieren. Weil ich würde sagen, nach den 2 Wochen Aufnahmen, schau mal, vielleicht kriege ich irgendwie hin, dass ich ein bisschen Level hole. Bedeutet, weil ich weiß nicht, ob das so spannend noch wird aktuell. Obwohl, wir könnten was in die Eve-Atmosphäre reinballern. Das wäre vielleicht eine Idee, aber da müsste man echt gut sein. Länder mit Treibstoff wahrscheinlich und Bremsfallschirm wird trotzdem extrem flott noch unterwegs sein. Was ich gerne mal gucken würde, wir tun jetzt mal hier irgendeinen komischen Kopf rein, weil wir haben immer noch die großen Köpfe, die ich gerne hätte. Triebwerke. Wir haben hier so einen Hurricane-Propeller. Alter, was ist denn das? Voll übertrieben eigentlich. Aber damit könnte man rein theoretisch wahrscheinlich einen höheren Start auch provozieren, oder? Das ist aber eine ganz blöde Sache. Rein theoretisch mit so einem Teil hochschießen. Irgendwann ist für die auch die Luft aus. Und dann fliegst du wieder gegen den Boden. Aber haben wir denn so richtig... Kann ich hier... Was ich... Ja, schau mal, Preis. Masse. Das ist ja okay. 1500. Ich lasse den nicht unsere stärksten Antriebe. Ich würde... Das sind ja auch so Riesenantriebe rein theoretisch. Okay, Riesenantriebe ist was anderes. Das sind halt größere Antriebe. Und wir, was ich halt scheiße hier finde, ist, dass die teilweise nur einmal verwendbar sind. Zweimal. Toll. Dann muss ich es jedes Mal reparieren. Ich weiß nicht, ob wie gut das denn immer ist. Hm? Was zum Fick ist das denn? Ich entdecke gerade neue Triebwerke. 16 Tage Einsatz. Wie viel Kilonewton hast du? 40. Leitet gleichmäßig über das Raumfahrzeug verteilt ab. Okay. Sehr interessanter Triebwerkskörper. Das ist einer der neuen, glaube ich, die ich hinzugefügt habe. Die schauen jetzt nicht so toll aus, aber... Oh, 53 Zündungen. Ja, schon was Interessantes. Das ist nur eine Pumpjet-Engine. Eine seitliche, okay. Ist die drehbar? Die schaut so drehbar aus. Einlassflüssigkeit? Jetzt wird's interessant. Pumpjet noch. Oh. Ich sehe schon kommen. U-Boot. Die sind fürs U-Boot. Moment, die sind für. Als ob die echt U-Boot sind. Nochmal so ein kleines Triebwerk. Mal, wie cool. Auf was läufst du? Monotreib. Das ist ein Monoantrieb. Oh, Monoantrieb. Jaguar. Okay, damit könnte man natürlich. Bin gerade schon wieder fasziniert von den Triebwerken, die ich schon noch nie gesehen habe hier. Was mein Problem ist, es gibt hier so coole Antriebe. Richtig cool. Die ist ein bisschen groß, aber. Oh. Aber das sieht man wieder. Im nicht Vakuum hat sie 87 Kilonewton Treiber. Toll. Wie viel hast du? Kann ich dich tweakstellen? Und wenn ja. Nee, ach, das bringt sie auch wieder dieses blöde Teil nichts. Ich brauche ein Triebwerk, das oft zündbar ist und viel Leistung hat. Ich glaube, das sind dann die ganzen Methane-Teile und so Zeugs. Ne, das sind dann hier unten die Liquid Methane. Wie viel kannst du... Ja, toll, auch 2 Zündungen.
Wieso? Why? Einfach why? Das ist wieder Liquid Methane, aber bringt sich nichts, weil ist kacke. Das ist ein toller Antrieb. Oft zündbar, aber bringt sich auch nichts. Wir müssen rein theoretisch nochmal zum Minmus. Wir waren da lange nicht mehr. Und müssen da aber auch länger hin, weil wir müssen forschen. Ich bin heute schon wieder so am Limit der Gedanken. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.